Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Penumbra Black Plague. Heute haben wir etwas Spaß mit Hunden, die sich in der Dunkelheit verstecken und warten, dass sie uns erwischen können. So, okay, wenn wir losgelaufen sind, kam der da rausgesprintet und hat uns sofort getötet. Das ist scheiße. Das ist wirklich. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, auf die andere Seite zu kommen hier. Ohne dass es Drecksviech aus einem der beiden Löcher kommt. Ja, mir halt auch nichts, was wir irgendwie nutzen könnten dafür. Das mit der. Das ist absolut scheiße hier, ey, ohne Kack. Ich habe den Hund nicht mal gesehen. Will ich nur dazu sagen? Nicht mal annähernd? Okay. Also dann betätigen wir es halt nicht mehr. Ah, und jetzt ist alles wieder hell. Und jetzt kommt kein Viech, ne? Jawohl, richtig. Jetzt sind wir einigermaßen sicher. Genau, da war der Haupteingang. Ach, schau mal hier. Also, das ist jetzt bloß eine kühne Vermutung, aber können wir das irgendwie da reinstopfen? Jawohl. Ich weiß es nicht, ob das echt effizient ist und ob es funktioniert, aber ja, wir können es ja mal ausprobieren, oder? Ich meine, sowas Ähnliches wollen die Entwickler bestimmt, dass wir an der Stelle machen. Ja, komm. Also eins habe ich reingeschmissen, das andere steht davor. Wir probieren es einfach nochmal. Ich meine, ich bin inzwischen so an Sterben gewöhnt, das ist eigentlich gar nicht mehr schlimm. Sehen, ob es in der Wand rumkriechen würde. Ja, schön zu wissen. Das weiß ich inzwischen. Okay. So funktioniert das nicht. Okay. Also, wir machen es nochmal an. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Hundezwinger und den Lagerraum da vorne, oder? Ist da bestimmt eine Bewandtnis. Hier nochmal eine Kiste in der Art. Hier haben wir außer den toten Hundskörpern nichts. Okay. Dann schauen wir jetzt nochmal in den anderen Lagerraum, wo ich mich vorhin verkrochen habe. Kurzzeitig. Hier, genau. Okay. Die sehen etwas schwerer aus als die Fässer. Vielleicht kann man damit das Ding ganz gut blockieren. Ja, okay. Also die sehen echt ziemlich schwer aus, die Dinger. Vielleicht kommt das Viech nicht vorbei. Wäre eigentlich ganz geil. Okay, Nummer 1. Ja, okay, dass es durch die Fässer durch kann, macht eigentlich Sinn, ne? Und wieso sollten hier Metallfässer stehen, wenn man die nicht auch irgendwie nutzen kann? Also dürfte eigentlich. Die Dinger kann ich ja. Na, die kann ich nicht verschieben. Okay. Also sonst hätte ich natürlich die genommen, weil die sehen nochmal ein bisschen schwerer aus. Ja, komm, aber allein das Tempo, mit dem wir die ziehen, deutet doch schon an, dass die schwer wie Scheiße sind, oder? Ich glaube, meine Idee, die Löcher zu blockieren, ist schon mal ganz gut, ne? So. Das sieht zu aus. Das sieht zu aus. Ich glaube, besser geht's gar nicht. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Wir müssen ja. Ich hoffe jetzt mal, dass wir durch das Panel das Licht im anderen Teil des Tunnels angeschaltet haben. Geil! Jawohl, das war die Lösung des Rätsels. Cool. Okay. So, also wir sind jetzt wieder hier.
Kiste Hunde. Ach, das ist alles Hundefutter. Okay. Wow. You lot must be programmed to just search out danger and throw yourselves head first at it. I'm starting to become seriously desensitized here. Was will die Leiche hier? Okay, ich weiß, dass hier der Hund ist. Ah, okay. Schauen wir her. Wir müssen uns also im Licht nicht bewegen. Das kriegen wir hin. Also es geht von hinten nach vorne und dann wieder zurück. Netterweise sehr schön im Sprinttempo. Okay, wir sind hier drin. Kriegen sogar Batterien. Nice. Sonst gibt's hier nichts, außer die Leiche. Okay, voller Beschwörung und Kratzer. Ja, das ist wohl ein Opfer. Keycards! I hate keycards! Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I wanna know! Okay. Schauen wir mal. Wäre cool, wenn hier das Licht auch mal angehen würde. Ah, das geht auf dieselbe Weise zurück. Jawohl, das ist doch gar nicht so schwer. Das geht voll. Cool. Jawohl! Wir haben's, Leute. Wir haben die Schlüsselkarte, wir haben überlebt. Halleluja, bin ich da jetzt glücklich drüber. Na, war ein interessanter Abschnitt. Kein schöner, aber interessant. Jetzt müssen wir erstmal an dem infizierten Typen wieder vorbeikommen. Der hat ja da oben auch seine Runden gedreht. Meine Fresse. Das will ich doch eigentlich gar nicht. Hab doch eigentlich gar keinen Bock auf so infizierte Typen und so. Wanna let her rot a few more hours, make her really appreciate this daring rescue attempt, or shall we go let her out now? Make the most of her while she's vulnerable. Huh? Nudge, nudge. Wink, wink. Clarence hat sexuelle Gelüste. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt bitte? Ah, okay. Der dreht sich sozusagen, er läuft sozusagen bis zur Treppe vor und dreht sich dann um. Das können wir uns doch zunutze machen. Theoretisch können wir ihm jetzt hinterherlaufen. Nein. Nein, hier ist niemand. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Lieber Herr Infizierter. Oh, da bist du. Hi. Ist das echt? Machst du keine größere Runde? Das ist doch machbar. Ja,
Jawohl, sehr schön. Das lief voll. Alter, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Aber der hatte eine minimalistische Runde. Das geht ja voll. Ich glaube, den Rest des Lauf, ich glaube, den Rest des Areals brauchen wir uns dem nicht mal annähernd nähern. Schön zu wissen. Sehr beruhigend. Okay, also dann treffen wir mal Dr. Annabel Swanson. Swanson, wie auch immer sie gerne ausgesprochen werden würde. Ach, sie klang ja wirklich sehr nett. Hoffentlich kommt jetzt auch wirklich mal ein bisschen Hoffnung in die ganze Sache und wir kriegen vielleicht gleich das Gegenmittel präsentiert oder so. Shelter Research Station is encountering technical difficulties. Please have your personal cyanide capsule at the ready. Okay. Was ist denn das bitte? Embryo oder so. Hör gleich mal zu, vielleicht treten da giftige Dämpfe aus oder sonst was. Gibt's da irgendwas in Spinden? Also wir sind jetzt in ihrem Büro, ne? Hier ist er eingesperrt. Interessant, dass wir nichts von ihr mitkriegen bis hierher. Ah, da ist was. Komm, jawohl, Schmerzmittel. Schön. Verschiedene Tierskizzen, Spinnenwürmer, Hunde, Fische und mehr. Stand halt irgendeiner Studie. Okay. Könnt ihr gerne machen. Ist eh so doof. Ich sollte die immer von unten aufziehen, weil dann muss ich die nie wieder zumachen, um in die anderen Spinnen reinzugucken. Diese scheiß Fackeln habe ich auch nie benutzt, ey. Ich weiß ja, was haben die auch für einen Sinn? Es ist halt einfach eine Lichtquelle, aber ich habe genug Batterien und den Leuchtstab habe ich im Zweifel zwar auch immer noch. Also, Fotos vom Forschungsteam, ja, ja, bla bla. Also, ich wüsste echt nicht, wozu ich diese scheiß Fackeln brauche. Ich meine, die Gegner abschrecken oder so tun sie ja auch nicht. Also, die sind wirklich komplett nutzlos. Ja, mein Gott, ich liebe die Taschenlampe. Wenn es mal wirklich zu dunkel sein würde, das reicht vollkommen. Vermutlich defekt? Schade. Aha. Okay, irgendeine Art Schrubber. Damit kann ich nichts anfangen. Na, speichern wir mal schnell. Wobei es ja gerade sowieso automatisch gespeichert hat, ne? Aber wurscht. Der Tourenguide. Diese gehören Ihnen. Ich fühle mich immer weniger an diesem Ort. Ich entgleite. Okay. Kalender von letztem Jahr. Das ist eine Leinwand, aber kein Beamer. Schade, können wir diesmal nichts projizieren anscheinend. Ich gehe erstmal aufs Klo, weil ich glaube nicht, dass es auf dem Klo ist. Ich möchte hier noch ein bisschen erforschen, bevor ich sie wirklich treffe. Aha, merkwürdige Substanz im Waschbecken, okay. Sieht nicht gut aus, was steht da? Was haben wir getan? Es wurde mit Blut geschrieben. Verzweiflung scheint hier unten ein bekanntes Wort zu sein. Ah, das garantiert. Ist ja auch scheiße hier, eine richtige Epidemie, ey. Das hat schon was... Ah, sehr schön. Also wirklich, das hat schon was von Ishimura-Massaker-Maßstäben. Das ist genauso krass hier. Oh ja, ist ziemlich groß hier. Ich wäre schon so ein bisschen eine Pussy, ne? Also ich will jetzt... Ah, abgeschlossen. Auf einem kleinen Schild steht, dass dies Dr. Swanson Büro ist. Vorhin hat sie die ganze Zeit mit mir geredet. Wieso redet sie nicht jetzt mit mir? Verschlossene Tür, die zu ihrem Büro führt. Okay, eine Bildmann... Ja, genau, eine Bildmannfläche, aber ich sehe keinen Projektor. Genau das, was ich mich vorhin gefragt habe. Okay. Es wäre nicht schwachsinnig, wenn sie den Schlüssel hier irgendwo liegen hat, aber so ist es wahrscheinlich, weil sonst würden wir hier nicht rein... können. Was? Oh, looky here! More perilous death-defying action, courtesy of the skinny English professor! Rambo, you are not! Try running towards him, screaming for a change! Scheiße, was mache ich? Kommst du hier rein? Bitte nicht. Ich sag ja, dumm sind die ja schon, ne? Bringt mir in der Situation aber wenig. Ich sag's mal, hoffentlich alle tot.
Gar nicht schön, ich im geringsten. Bilder, Bilder, Bilder. Was mache ich denn jetzt? Hab mich nicht erkannt, das ist schon mal ganz gut, aber. Okay. Okay. Wir überlegen uns jetzt mal in aller Entspannung und Ruhe hier, wie es da draußen aussah. Okay. Es gab zwei Türen. Die Haupttür wurde irgendwie zugeknallt. Ich glaube mal nicht, dass ich da wieder raus kann. Das heißt, ich muss wahrscheinlich außenrum in sein Zimmer, wo er rausgetorkelt ist, ne? Okay. So. Dann weiter im Text. Er läuft jetzt da draußen wahrscheinlich in Kreisen oder so. Immer um den Schacht in der Mitte. Ich muss ihn irgendwie loswerden können. Also das Gitter sah ein bisschen brüchig aus. Vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie dafür sorgen, dass dieses Gewicht nach unten gedrückt wird oder runtergefallen lassen wird. Dass der Boden sich kaputt macht. Also, okay, ich habe erst gespeichert. Ich kann es ja mal probieren. Oh. Nette Spielfehler. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Ich weiß schon, was ich machen muss, glaube ich. Also ich muss schon was mit diesem Flaschenzug machen, das ist schon richtig. Du gehst doch schön langsam, oder? Jetzt kann ich den Hebel betätigen oder so. Ein netter Bug, wenn man sich hinter der Tür versteckt. Super, um ehrlich zu sein. Na, ich weiß, was wir machen müssen. Und jetzt im richtigen Moment den Hebel runter. Dann bricht nämlich das Gitter wahrscheinlich echt ein. Hey, hey, jawohl. Give yourself a slap on the back with a crowbar, why don't you? Oh, one thing. Before you get too overwhelmed with glee, I know murder can be a lot of fun, but didn't you quite like that broad? Nein. I think that's a piece of her skull on your shoe. Wait, don't tell me you really thought. I thought you knew I was pulling your leg. Oh, my best laid plans and all that. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Nein. Nicht wirklich. Why, oh, why are they always holding a key or a note? Or a swipe card? Why is it never, I don't know, a cheese sandwich? I'm starving. Alter Leute. Dieser scheiß Clarence hat jetzt einen Streich gespielt, dass wir die töten, ey. Fuck, 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 fuck. So weit geht es also mit seinen Fähigkeiten und hat halluzinieren zu lassen. Ihr wisst, was ich meine. Ach du Scheiße, ich bin jetzt auch ein bisschen mitgenommen hier. Ich muss erstmal mich so wiederfinden. Wir haben schließlich gerade unsere größte Hoffnung in diesem Saftladen eigentlich nicht gekillt. Geil. Ja, komm, dann nutz halt einen Schlüssel gleich.
Ich weiß, du bist ein älteres Spiel, aber so viel hätte ich dir schon zugetraut. Auch nochmal so ein Hirnding. Ach, kacke, wir haben Dr. Swanson gekillt, ey. Dr. Swanson gekillt. Scheiße hier, ey. Scheiße, scheiße. Und ich glaube, ich weiß genau, was wir jetzt machen. Die hat hoffentlich hier irgendwie eine Datei, wie wir den Virus heilen können. Und dann wird uns zumindest das weiterhelfen. Ach man, wir hätten zu zweit sein können. Wir hätten echt hier Hilfe haben können. Die klang doch total nett. Und wir killen sie einfach mal. Okay, ich gebe zu. Die Variante, wie wir sie gekillt haben, war ziemlich nice. Und ich bin auch ziemlich schnell dahinter gestiegen, was wir machen müssen. Aber sie ist trotzdem tot. Das ist doch kacke. Where's the games on this thing? Chemische Luftschleuse ist schon mal offen. Ich glaube mal, das ist gut. Antidote. Ach, scheiße. Jetzt müssen wir ja ordentlich lesen. Wisst ihr was? Wir fangen mit dem Lesen in der nächsten Folge an. Sorry, you kill her off. And she's still jetting a lot of piss and wind from beyond the grave. That's about as likely to work as aromatherapy is to cure cancer. Okay, also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann machen wir ein bisschen Lesestunde. Schade, dass wir Annabelle Swanson getötet haben. Ich fühle da allerdings keine Schuld daran, das war allein unser scheiß bescheuerter Clarence, der ein bisschen Späße treiben wollte. Richtig asozial, es könnte so schön einfach sein, um ehrlich zu sein, ne? Okay, er hat uns manchmal sogar weitergeholfen, aber ansonsten macht er uns das Leben verdammt schwer. Also ich will dieses fickfekte Heilmittel möglichst bald in meinen Händen halten. Naja, arbeiten wir weiterhin. Daraufhin freut mich, dass ihr dabei wart. Für die nächste Folge klickt ihr rechts oben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, nettes Kommentar. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute. Servus.